Weil jetzt könnten wir hier eigentlich auch so machen, oder? Ja, auch wenn es nicht mehr ganz so lustig aussieht dadurch. Feststellt hast du, warum. Nein. Cool. Hallo zusammen, es geht weiter hier bei Shapes. Das letzte Mal haben wir hier an diesen Formenfabriken gearbeitet. Und ich habe jetzt festgestellt, ich kann die tatsächlich recht effizient bauen. Und deshalb werden wir hier 6 davon haben. Dann haben wir hier eine sehr schöne Auslastung. Ja. Gucken die auch in die richtige Richtung. Da muss ich noch. Ah, ja. Muss ich das hier kopieren? Richtig hindrehen. So. Die 2 entfernen wir mal. So. Bräuchte man theoretisch 3,3 per Wand bei dieser Färbegeschwindigkeit. Da bräuchte man 4. Warte mal kurz. Das müsste ja auch funktionieren, wenn wir mal kurz die Mülltonnen einfach hier auf Anschlag setzen. Da müssen wir doch 4 unterkriegen, oder? Und halt eine Ecke zum Ausführen. Das müsste doch grundsätzlich genügend Platz dafür sein. Das müsste hier hinpassen, nämlich, ja. Habe ich denn die Rohre? Brauche ich noch ein Rohr? Nee, da müsste ich ganz nach oben. Wieso funktioniert das nicht? Lassen wir mal 3,3. Warum ist das mehr geworden? Vorher waren es 2,7 je Band. Da eigentlich ist es doch alle. Weil die anderen. Die Bänder sind ja schnell, habe ich ja jetzt schneller gemacht, natürlich. Bänder habe ich schneller gemacht. Das heißt, ich muss ja trotzdem mit 4 rechnen. Das heißt, so funktioniert das natürlich erstmal nicht. Das ist jetzt die Frage, wie kriege ich hier 4 auf dem unter? Wahrscheinlich indem ich einfach eine Ebene hinzufüge. So. Ich brauche immer so viel Platz. Da dafür. Das heißt, wenn ich 4 haben will pro Band, könnte ich auch F-Spiegeln. F-Spiegeln. So in dem Stil. Die Zuführung machen und die 2 mal. Aber wie kriege ich denn die unteren hier rein? Hier nochmal eins auseinandergehen. Hier nochmal eins auseinandergehen. So, wenn ich das drehe einfach. Mhm.
Dann könnte ich die nach links führen. Ja, tatsächlich. Mich das ist auf einen besseren Ansatz gebracht. Ah, stopp, ich wollte das gar nicht machen. Mülltonnen. So, aber jetzt kann ich. Ziehe ich jetzt hier nochmal eins rüber. So, hierher. Kann ich dann auch wieder zusammenführen. Ja, jetzt hab ich's. Einmal so. Einmal so. Und das zweimal. Die Frage, ob die Rohre noch zugeführt werden können, damit sauber, aber das werden wir gleich sehen. So, aber erst kann ich nämlich hier. Und hier. Dann kann man ein schlicht. Erst wenn die Rohrzuführung im Zweifel spannend. Wobei, das kann man recht simpel lösen. Indem wir einfach. Führung direkt so machen hier. Jetzt sollte eigentlich genügend Platz unten sein, um die Rohre zuzuführen. Und auf der einen Seite. B-Fließband und 4 hier Rohr, genau. Dann führen wir hier, machen wir auch die Rohre rein. Natürlich. Weil das könnte noch anders lösen. Ja, jetzt lösen wir es so. So. Sollten ja alle versorgt sein, oder? No. Drehen wir das, also spiegeln's, drehen's. Und jetzt müssen wir hier halt noch. Ah, ja, genau, hier haben wir noch eine Kleinigkeit. Hier muss ich jetzt natürlich. Das hier funktioniert natürlich nicht mehr so. Ausführung müssen wir so machen.
Jetzt müssen wir ein bisschen die Rohre ein bisschen anders zusammenlaufen lassen. Da müssen wir eigentlich gar nicht. Hier sauber setzen. Hier braucht man das ja eigentlich nicht. Das könnten wir hier eigentlich auch so machen, oder? Ja, auch wenn es nicht mehr ganz so lustig aussieht dadurch. Jetzt stellt das der, warum... Nein. Chor. So, Chor. Und jetzt geht's hier runter und hier rüber. So, genau. Das hier ist genauso, was es theoretisch duplizierbar aussieht. Dass wir die kopieren können, einfach umbauen können. Auch wenn es eigentlich nicht mehr notwendig ist, weil wir es jetzt schon haben. So und so. So. Sehr schön, so gefällt mir das. Und jetzt probieren wir mal das aus. So, es kommt hier nochmal die Aufteilungs Plattform. Wir werden einfach durchgelotst. Hier finden wir eins nach oben jeweils. Kopieren das. Hier gehen wir drei nach oben. 1, 2, 3. Das auch. Aber ich glaube, bei den Leitungen ist es egal, wie rum ich sie oder nicht. Ja, mal die obere Ebene ausblenden. Scheinbar doch nicht. Lass mal schauen, ob es jetzt... Inhalt. Ebene wieder einblenden. Sehr gut, der Verteiler sieht gut aus. Jetzt geht halt hier das Weltraumrohr hier hin. Teilt sich einmal auf das auf. Einmal auf das. Das hier geht. Das Weltraumrohr geht dann hier hin. Okay, dann teilt sich einmal auf das auf und einmal auf das. Dann haben wir das Weltraumrohr. Teilt sich einmal. Unglaublich viele Anker ich das setzen muss. So, warum kommt hier nichts? Weil wir hier natürlich auch die richtige Richtung, Laufrichtung einstellen müssen jeweils. Jetzt funktioniert es doch, oder? Ja. Dann können wir direkt 6 Generalprobe die hier wegmachen. Und hier dasselbe Spiel spielen. So. Ja, dann sehe ich schon wieder ein Problem.
glaube, sollte man nicht immer alles auf einmal meinen, gleich bauen zu müssen. Weil das Weltraumfließband muss ja auch irgendwie rauskommen. Das ab hier kannst dann einen Tunnel bilden. Heißt, Weltraumrohr. So muss die Aufteilung erfolgen. Dann kann ich das nämlich einfach hier unten durchführen. Dann kommt hier mal temporär eine Mobilisierungsplattform hin. Ja. Um zu sehen, ob es auch von der Effizienz her richtig ist. Weil hier scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Weil das Rohr in die falsche Richtung zeigt. So. Jetzt sollte es laufen. Sehr gut. Wie sieht's hier aus? Hier zeigen alle Rohre in die richtige Richtung. Gut. Diese Art von Konstruktion funktioniert also. Dann löschen wir mal direkt die hier. Und nehmen diesen kompletten Mechanismus hier herüber. Alles in der Mitte. Weil doch, wenn wir es so lassen können, aber egal. Egal. Das Weltraumrohr. Hier. Weltraumrohr. Dann müssen wir nur noch die hier entsprechend zusammenführen. Dass sie alle auf drei Ebenen sind. Und können wir, beziehungsweise da können wir das eigentlich schon wieder per Bahn, oder? In den Wort zum Vortex rüber schaffen. Damit ich mich gleich mal an die Eisenbahn gewöhnen. Und das war es für diese Folge mit Shapeset 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne die anderen Videos rein oder schaut auf Twitch vorbei und abonniert mich dort. Dann könnt ihr mich auch live beim Spielen beobachten. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.